Shalom, ihr Lieben, ich grüße euch aus dem Krankenhaus in Innsbruck von den Kreuzschwestern an der Kettenbrücke. Und ich kann euch nur sagen, die Liebe Gottes trägt mich durch diese Tage. Und ich bin so dankbar für alle Liebesbeweise, die Gott mir schenkt. Das Personal ist wunderbar. Meine Operation war einmalig. Mit dem Arzt hatte ich heute, weil da habe ich gespürt, wir haben die gleiche Wellenlänge, habe ich heute gesprochen. Er sagte, wissen Sie, ich bin nicht religiös. Und ich sagte, das weiß ich. Aber dafür bist du tiefgläubig, sagt er, jawohl. Und dann habe ich gesagt, und ich weiß auch, dass Gott deine Hände leitet, sagt er, das weiß ich auch. Und so weißt du, dass Gott mich in solche Leute führt, in Österreich, wo Österreich so voll mit Religion war, dass sie gegen den Glauben immun waren. Aber der Heilige Geist hat gewirkt. So ein lieber Mensch. Und die Operation ist vollgelungen, ich habe nur zwei Schrauben, habe alle meine eigenen Knochen, nichts Künstliches drin. Habe schon vor Jahren gesagt, hey, ich möchte nicht mit irgendwelchen Plastikknien oder was ich was in den Himmel kommen, sondern ich möchte das bringen, was du geschaffen hast. So, und jetzt auch jetzt ist meine liebe, liebe Freundin Elfi da und die hat gesagt, machen wir noch schnell ein Video für deine Freunde. Und da bin ich bereit. Also ich sage euch, Gott trägt mich in jeder Hinsicht. Es ist zwar manches ein bisschen unangenehm, ja, manchmal zwickt es hier und dort, aber trotzdem, ich spüre so die Liebe und die Gnade Gottes. Ich spüre, dass ich total in die Hände Gottes gefallen bin und dass ich von dort getragen bin und dass Gott Großes vorhat. Und zwar so Großes, ich garantiere euch, das hätte sich keiner von euch denken lassen. Ich weiß schon, was es ist, weil wir verschiedene Propheten es gesagt haben, aber es sind wirklich weltbewegende Ereignisse vor uns und ich darf darin ein Werkzeug in der Hand Gottes sein. Und so bitte betet für mich, dass wir jeden Augenblick hören, was Gott vorhat und dass wir gehorsam sind, in seinen Wegen zu gehen. Er hat mir gesagt, und jetzt bestätigt durch verschiedene Menschen, dass er mir den Ruf der Esther gegeben hat, dass ich eintreten soll, besonders für Afrika, um die Menschen in Afrika, die Präsidenten und Könige zu behandeln. So bitte, bitte betet für mich, dass die Gnade Gottes, das Blut Jesu mich bedeckt, dass wir in keiner Weise etwas tun, was aus eigener Initiative entstanden ist. Wir wollen verwendet werden für das Reich Gottes. Gott wird wirken. Und Gott wird sein Volk zusammenrufen und seine Braut herausrufen. Denn Jesus kommt, um seine Braut zu holen. Bist du bereit? Nicht nur die Braut, er sucht die Braut, die Öl in den Lampen hat. Und diese Braut ist geleitet vom Heiligen Geist. So ihr Lieben, es ist ein Wunder, was Gott in unseren Tagen tut. Schaut auf Jesus, nicht auf den Sturm. Denn als Petrus herausgerufen wurde aus dem Boot, auf dem Wasser zu wandeln, ist er sicher gegangen, solange er seine Augen auf Jesus hielt. Wie er die Augen auf den Sturm gerichtet hat, hat er begonnen zu sinken. Und der Herr Jesus ging dann hin und sagt, du Kleingläubiger. Und er hat ihn wieder herausgerissen aus dem Wasser. Und er ist wieder wie auf Asphalt auf Wasser gewandelt. Ihr Lieben, ich liebe euch, ich bete auch, dass auch du durchbrichst in deine Berufung. In den Traum, den Gott für dich auf dieser Welt hat. Denn alles andere, ihr Lieben, ist es nicht wert, dass wir uns investieren. Ich liebe dich. Und ich weiß, Gott liebt dich noch viel mehr. Aber ich liebe euch alle, ihr Geschwister. Ihr habt mein Leben so bereichert. Durch eure Gebete, durch eure Worte der Erkenntnis, durch eure Worte der Ermutigung. Danke, danke, danke. Möge der Herr euch reichlich segnen und euch alles geben, was ihr braucht, um von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, von Kraft zu Kraft, von Freude zu Freude gehen zu können. Aber schau auf Jesus, nicht auf den Sturm. Shalom, shalom.